Länderspielpause ist vorbei. Der VfL konnte jetzt mal 2 Wochen den Platz an der Sonne genießen. Wie fühlt es sich an, wenn man den Rest von oben grüßen kann? Ja, fühlt sich gut an. Ist aber nur eine Momentaufnahme. Aber ja, die fast 2 Wochen waren ganz schön. Ich denke, wir haben gut gearbeitet, gut trainiert und sind jetzt auch gut vorbereitet für das Spiel am Freitag gegen Karlsruhe. Kader hat sich auch noch mal ein bisschen verändert. 3 neue Gesichter. Welchen Eindruck hast du jetzt in den 2 Wochen gewinnen können? Ja, 3 neue Gesichter, die uns definitiv weiterbringen. Alles gute Jungs, haben sich auch schon ganz gut in die Mannschaft integriert und brauchen sicherlich auch noch ein bisschen, weil wir sind ja auch schon im Spielbetrieb gewesen, aber ich denke auf jeden Fall, über die ganze Saison gesehen, werden die uns auf jeden Fall weiterhelfen können. Jetzt am Freitag, du hast es schon erwähnt, geht es gegen den KSC. Für dich, ich nehme mal an, ein besonderes Spiel, das war auch so ein bisschen dein Sprungbrett in den Profibereich, ne? Klar, kann man so sagen. Freue mich drauf, obwohl von den Jungs, die damals da waren, spielt heute keiner mehr. Aber es ist natürlich immer was Besonderes, gegen einen Ex-Verein zu spielen. Da kommt eine gute Truppe. Die haben eine sehr gute Saison in der abgelaufenen Spielzeit gespielt, stehen jetzt auch wieder ganz oben da, sind punktgleich mit dem VfL. Was erwartet uns da? Ja, wird ein schweres Spiel für uns, sicherlich. Aber wir haben jetzt in den letzten 2 Heimspielen jeweils 1 Punkt geholt. Nicht verloren, wenn man es positiv sehen will, wenn man es negativ sehen will, kann man sagen, wir haben noch keinen Sieg zu Hause. Und das wollen wir natürlich am Freitag dann ändern.